Heute am Palmsonntag gedenken wir hier in der Düsseldorfer Maxkirche, wie in allen anderen Kirchen der Welt, des Einzugs Jesu nach Jerusalem. In den Gottesdiensten, da wird die Passionsgeschichte verlesen. Wir kennen die Leidensgeschichte Jesu, sie ist uns seit unserer Kindheit vertraut. Jesus wird vom eigenen Volk nicht verstanden, er wird verurteilt, verraten und am Ende ans Kreuz geschlagen. Was mich schon als Jugendlicher an dieser Leidensgeschichte so faszinierte, das ist der schnelle Wechsel. Gerade noch jubeln die Menschen, die seine Botschaft gehört und viele seiner Wunder erlebt haben, Jesus zu. Doch aus dem Jubelruf Hosianna, dem Sohne Davids, wird schon Tage später das Erbarmungslose ans Kreuz mit ihm. Ja, wir Menschen sind oft so. Wir sind in unseren Gefühlen und eigentlich in unserem ganzen Leben immer wieder hin und her gerissen. Wir wollen zum Beispiel die wahre Liebe, die wahre Hingabe und Freude und Treue und das alles am liebsten bis in alle Ewigkeit. Aber oft schon nach den ersten großen Schwierigkeiten geben wir auf, wollen von unserer Hoffnung und Liebe nichts mehr wissen. Wie schnell verlieren wir den Glauben an die gute Sache, ja, an uns selbst. Bei Jesus, dem Millionen Christen heute überall auf der Welt Hosianna zujubeln, ist das anders. Er bleibt sich treu, er bleibt auf dem Weg, er zieht nach Jerusalem ein, obwohl er weiß, dass ihn am Ende dort der Tod erwartet. Wie wäre es, wenn wir uns mehr an Christus orientieren, also wenn wir versuchen, so zu glauben, so zu lieben, so zu hoffen wie er, einfach leben wie Jesus. Denn auch wir wissen, dass am Ende der Tod auf uns wartet. Wenn wir aber mit Jesus und wie Jesus glauben und lieben und hoffen, dann werden wir auch am Ende mit ihm leben. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.